Begleiten Sie mich in dieser Woche, wenn ich eines der größten Geheimnisse der Archäologie untersuche. Wer hat diese Bauwerke errichtet? Waren es wirklich die alten Ägypter? Oder könnte es das Erbe einer verlorenen Zivilisation sein? Um die Wahrheit herauszufinden, werde ich mich mitten in die größte Pyramide der Welt begeben und tief unterhalb der ersten, die je gebaut wurde, nachforschen. Könnte es sein, dass der Sphinx doppelt so alt ist, als man bislang angenommen hat? Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit und schrecken vor nichts zurück. Hallo, ich bin Josh Bernstein und das ist Kairo, mit mehr als 20 Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt. Und für mehr als 1000 Jahre war es auch eine der großartigsten. Und man sieht schnell, warum. Seit Jahrhunderten wurden die Menschen angezogen von beeindruckender Architektur und lebendigen Märkten. Hier auf dem Markt wirkt die Stadt noch altertümlich, aber das ist sie nicht. Als Kairo 970 gegründet wurde, waren die großen Zivilisationen in Ägypten schon über 4000 Jahre alt. Die deutlichsten Hinweise darauf sind nicht zu übersehen. Die Pyramiden sind die letzten erhalten gebliebenen Weltwunder der Antike. Heute stehen sie buchstäblich in der Wüste, am Stadtrand von Kairo, der wuchernden Ausdehnung des Vorortes Gizeh trotzend. Die Pyramiden erreiche ich auf traditionellem Weg auf dem Rücken eines Kamels durch die Wüste. Ich habe bestimmt schon 1000 Bilder von den Pyramiden gesehen, aber einen Eindruck von ihrer gewaltigen Größe bekommt man erst, wenn man wirklich davor steht. Um mehr zu erkennen, muss ich näher ran. Aus der Nähe hoffe ich zu verstehen, wo der Ursprung dieser unglaublichen Bauwerke liegt. Die Archäologen behaupten, dass die ägyptischen Pharaonen um 2500 vor Christus die Pyramiden über Jahrzehnte von tausenden Arbeitern als gewaltige Grabstätten errichten ließen. Aber nicht alle stimmen überein. Manche behaupten, dass sie wesentlich älter seien und keineswegs von den Pharaonen errichtet wurden. Wenn man die Pyramiden besichtigen will, ist das hier auf jeden Fall der beste Weg. Danke, Habibi. John von Orken von der Gesellschaft für Forschung und Aufklärung ist sicher kein Archäologe. Seine Theorien über den Ursprung dieser Bauwerke weichen erheblich von der Lehrmeinung ab. Das ist sie also? Ja, das ist sie. Die große Pyramide? Die große von Gizeh. Können wir raufgehen? John ist überzeugt, dass die Ursprünge der Pyramiden mehr als 12.000 Jahre zurückreichen, bis 10.500 vor Christus. Seine Ideen gehen auf die Arbeiten des bekannten amerikanischen Forschers Edgar Cayce zurück, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Interesse an der geheimnisvollen untergegangenen Zivilisation von Atlantis neu entfachte. Er behauptete nicht nur, dass mit Atlantis eine hochentwickelte Zivilisation tatsächlich existiert hat, sondern auch, dass die Pyramiden ihre Hinterlassenschaft seien. Glaubt man John, dann versank Atlantis vor 12.000 Jahren nach einer Reihe von apokalyptischen Erdbeben. Diejenigen, die der Katastrophe entkommen konnten, ließen sich in Ägypten nieder und brachten die technischen Fertigkeiten und Weisheit ihrer Zivilisation mit. Aus Trauer um ihr verlorenes Land errichteten sie die Pyramiden als gewaltige Monumente, die an den schmerzlichen Verlust erinnern sollten. Du meinst, sie sind um 10.500 vor Christus entstanden? Genau. Hast du Beweise? Das meiste wissen wir aus Mythen und Legenden. Es gibt aber auch einige zufällige Indizien und die müssen insbesondere ernst genommen werden, wenn es um die Datierung dieser Bauwerke geht. Was sind das für Indizien? Nun, wir sitzen hier. Auf einem Berg von Indizien. Auf einem Berg von Indizien, die alle auf hochentwickelte technologische Fähigkeiten verweisen. Waren die Ägypter dazu in der Lage gewesen? Nein, die Steine sind zu groß. Sie sind auch zu genau geschnitten und zusammengefügt. Viele Merkmale der Pyramiden sind so außergewöhnlich, dass man sie nicht einer vergleichsweise wenig entwickelten Kultur aus dieser Zeit zuschreiben kann. Für John verfügten die Ägypter nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um die Pyramiden bauen zu können. Solche großartigen Leistungen setzen seiner Meinung nach ein Wissen und Erfahrungen voraus,
die man nur den Menschen aus Atlantis zutrauen kann und deren Kultur war zur Zeit der Pharaonen längst in Vergessenheit geraten. Was gibt es noch für Hinweise, dass die Pyramiden von einer hochentwickelten Zivilisation gebaut wurden? Die Ausrichtung auf das Sternbild Orion. Man weiß, dass die erste und die zweite genau in einer Linie stehen und dass die dritte von dieser Linie abweicht. Genau so stehen die Sterne im Sternbild Orion zueinander. Zwei in einer Linie, der dritte versetzt. Überall auf der Welt wurden Bauwerke an Sternenkonstellationen ausgerichtet. Doch John weist darauf hin, dass die Anordnung der Pyramiden mit jener Konstellation des Sternbildes Orion übereinstimmt, die zum letzten Mal im Jahre 10.500 vor Christus zu sehen war, genau zu der Zeit, als Flüchtlinge aus Atlantis die Pyramiden gebaut haben sollen. Allerdings haben Archäologen den Mörtel, der beim Bau der Pyramiden verwendet wurde, auf einen viel späteren Zeitpunkt datiert, auf die Zeit des Pharaos Cheops um 2550 vor Christus. Was ist mit physikalischen Beweisen? Archäologen können die Pyramiden genau datieren. Die Karbondatierung ist ein unumstößlicher Beweis. Dennoch sind wir überzeugt, dass die Pyramiden auch für Cheops schon uralte Monumente waren, die er lediglich ausgebessert hat. Die Datierung trifft also zu, aber die Ägypter haben die Pyramiden nicht gebaut, nur repariert? Auch aus ihrer Sicht waren es antike Bauwerke und sie haben sie restauriert. Viele Archäologen finden es empörend, dass die Kultur der alten Ägypter zu primitiv gewesen sein soll, um die Pyramiden zu bauen. Ihr prominentester Vertreter ist Dr. Sahi Hawass, der Generalsekretär der obersten ägyptischen Altertumsbehörde. Dr. Hawass hat seit mehr als 25 Jahren Ausgrabungen auf dem Plateau von Gizeh durchgeführt. Niemand dürfte die archäologischen Hintergründe der Pyramiden besser kennen als er. Ich habe gerade ein paar spannende und provozierende Theorien über den Ursprung der Pyramiden gehört. Die Menschen fantasieren gerne, sie träumen. Dr. Hawass kennt diese Theorien und man merkt schnell, dass er sie nicht ernst nimmt. Die archäologischen Beweise zeigen eindeutig, dass die Pyramiden von den Ägyptern gebaut wurden. In seinen Augen kann es nicht den geringsten Zweifel daran geben, dass der Bau der Pyramiden eine Leistung der Ägypter war. Es gibt überhaupt keine Hinweise auf irgendwelche untergegangenen Zivilisationen. Nichts. Null. Nicht weit von seinem Büro im Schatten der Pyramiden liegen einige Gräber, die für die Arbeiter gebaut wurden. Archäologen sehen in diesem Friedhof einen wichtigen Beweis dafür, dass die Ägypter die Baumeister der Pyramiden waren. Diese Gräber wurden aus dem, was beim Bau der Pyramiden übrig geblieben ist, hergestellt. Das sind Kalksteinbrocken, die vom Bau der Pyramiden stammen. Schau dir die Gräber an. Das sind die Gräber der Arbeiter, die die Pyramiden gebaut haben. Sahi erklärt mir, dass diese Arbeiter keine Sklaven waren. Anstatt Steuern zu bezahlen, stellten die Adelsfamilien in Ägypten den Herrschern Arbeiter zur Verfügung, die 3 Monate auf den Baustellen arbeiteten. Man muss sich die Gräber genau anschauen. Jeder einzelne Stein erzählt eine Menge über die Arbeiter, die die Pyramiden gebaut haben. Und dann wird auch klar, worauf ich immer hingewiesen habe, der Bau der Pyramiden war ein nationales Projekt. Eines der größten Probleme beim Studium der Pyramiden stellt die Tatsache dar, dass es keine Inschriften gibt. Ohne schriftliche Hinweise, wer sie gebaut haben könnte, lassen sich kaum begründete Schlussfolgerungen ziehen. Doch anhand dieser Gräber können einige Fragen beantwortet werden. Denn auf ihnen finden sich Inschriften, die den Archäologen Hinweise auf das Leben der Menschen geben. Schau dir mal diese Hieroglyphen an. Hier steht Sahedje Seru, der Aufseher der Arbeiter. Schau her, Josh. Sein Name in Hieroglyphen. Wisser Nenesut. Auf jedem Grab stehen die Titel der jeweiligen Person. Der Aufseher der Arbeiter, die Steine gezogen haben, der Aufseher der Steinmetze oder die Konstrukteure, die Handwerker. Das sind alles Hinweise darauf, dass die Baumeister der Pyramiden Menschen wie du und ich waren. Aber sie haben uns nicht nur ihre Namen hinterlassen. Josh, glaubst du an den Fluch? Ich habe davon gehört. Ja, aber glaubst du dran? Ich möchte nicht verflucht werden, insofern... Eben. Und ich werde dir jetzt eine Inschrift zeigen, die einen Fluch darstellt. Hier steht, passt alle gut auf. Wer auch immer mein Grab berührt, soll von Krokodilen, Nilpferden und Löwen gefressen werden. Das ist ein Fluch.
Und was für einer? Und derjenige, der die Leiche hier exhumiert hat, wurde der von einem Krokodil gefressen? Nein. Von einem Nilpferd? Krokodile fressen nur die, die an untergegangene Zivilisationen glauben. Grabinschriften sind nicht das Einzige, was Sahi mir zeigen möchte. Es gibt noch weitere Belege tief im Inneren der großen Pyramide, versteckt in einer Kammer, die sonst kaum jemand zu Gesicht bekommt. Ist das der ursprüngliche Eingang? Nein, dieser Eingang ist im 9. Jahrhundert entstanden. Damals haben Mamun und seine Soldaten aus Tausend und einer Nacht versucht, die Pyramiden zu betreten. Aber weil sie den ursprünglichen Eingang nicht finden konnten, haben sie diesen hier gegraben. So wie wir jetzt sind sie damals eingetreten. Es kommt mir vor wie eine Zeitreise zu den Anfängen der menschlichen Zivilisation. Ein unbeschreibliches Gefühl. Dieser Eingang ist bis heute nach Mamun benannt. Mamun. Mahmun aus Tausend und einer Nacht. Ich war immer der Meinung, Tausend und eine Nacht sei lediglich eine Sammlung von Märchen. Wenn ein Held aus diesen Geschichten eine reale Person war, dann könnten auch John von Orkans Theorien mehr als bloße Mythen sein. Über enge und steile Stufen, die direkt in den Stein gehauen wurden, führt Sahi mich jetzt tief ins Innere von Cheops Pyramide. Mit jedem Schritt wird die Luft stickiger und die Steinwände beengender. Schön, endlich wieder gerade stehen. Ist schon gefährlich, hochzugehen. Wow. Ein echtes Abenteuer. Ich liebe Abenteuer. Uns erwarten noch eine Menge Beweise, dass die Ägypter die Pyramiden gebaut haben. 60 Meter weit sind wir in die Pyramiden vorgedrungen, auf der Suche nach Hinweisen, wie er sie gebaut hat. Dr. Sahi Hawass will mir Beweise zeigen, die diese Frage ein für alle Mal entscheiden werden. Ich bin dabei herauszufinden, wer die geheimnisvollen Pyramiden von Gizeh wirklich gebaut hat. John von Orkan glaubt, es waren Menschen aus Atlantis. Sahi Hawass meint, es muss ein ägyptischer Pharao gewesen sein. Wer hat recht? Um das herauszufinden, führt Dr. Hawass mich tief ins Innere der Pyramide. Wir sind jetzt 140 Meter weit in die Pyramide vorgedrungen und befinden uns in einem kleinen Raum, der Vorkammer genannt wird. Ursprünglich versperrten drei große Falltüren aus Granit die Vorkammer, um das Herzstück der Pyramide zu sichern, die Grabkammer. Die Falltüren gibt es nicht mehr. Sai und ich müssen uns nur bücken, um die Königskammer betreten zu können. Josh, das hier ist die dritte Grabkammer in dieser Pyramide. Sie besteht aus Granit. Der komplette Raum wurde ausgeschachtet? Jeder Stein wiegt um die 18 Tonnen. Unvorstellbar. Wie haben die das hierher gebracht? Den ganzen Weg hier hoch. Schauen Sie mal. Die Verfugungen, wie genau das passt. Eines ist sicher. Wer auch immer die Pyramiden gebaut hat, muss sehr geschickt gewesen sein. Doch unser eigentliches Ziel liegt noch höher als diese Grabkammer. Sahi führt mich in einen abgelegenen Bereich der Pyramide, den sonst kaum jemand zu sehen bekommt. Über der Hauptgrabkammer liegen fünf Räume, die sogenannten Erlösungskammern. Hier befinden sich die Inschriften, die seiner Meinung nach Aufschluss über die Erbauer der Pyramiden geben. Wir erreichen sie durch einen kleinen Schacht, den die Arbeiter gegraben haben, um nach Vollendung ihres Werks wieder ins Freie zu gelangen. Für Besucher ist er schon lange geschlossen. Und nur Sahis Erlaubnis ist es zu verdanken, dass wir die Kammern besichtigen dürfen. Sonst geht hier also nie jemand hoch? Nie. Ich selber war zuletzt vor 9 Jahren hier. Man kommt nur schwer voran. Kein Wunder, dass Besucher hier selten sind. Waren Ägypter besonders klein? Alles eine Sache der Übung. Waren sie klein? Nein, so groß wie wir. 30 Zentimeter? March 30, 1837. 30. März 1837, Wellingtons Kammer.
1837 betraten Archäologen erstmals diese Kammern. Damals bahnten sich Engländer den Weg mit Schießpulver. Oh, jetzt wird's angenehmer. Alles in Ordnung? Ja, nur. Ah, das ist Nelsons Kammer. Ja, jede Kammer wurde nach einem englischen Forscher benannt. Jahrelang haben Besucher die Wände und Decken mit ihren eigenen Inschriften versehen, bis die ägyptischen Behörden diesen Teil der Pyramide schließlich sperrten. Aber wir sind nicht wegen der Graffiti aus dem 19. Jahrhundert hier. Weißt du was? Wir sind hier an einem Ort, den kein anderer betreten kann. Wirklich? Du hast dich verausgabt. Das ist ein tolles Abenteuer. Vergiss nicht, dass es keine Inschriften in den Pyramiden aus der 4. Dynastie gibt. Damals sollten Prunkbauten entstehen. Andere ägyptische Grabkammern wurden in großem Stil mit Hieroglyphen verziert. Doch in den Pyramiden von Gizeh gibt es keine Kunstwerke, die Hinweise auf ihre Entstehung geben. Alles, was man hier findet, ist Graffiti. Die alten Ägypter haben die Arbeitskräfte in Mannschaften zusammengefasst, die aus 2000 Personen bestanden. So eine Mannschaft wurde zweigeteilt. Jede Gruppe hatte einen Namen und einen Vorarbeiter und jede Gruppe... Sollten einige der Inschriften tatsächlich von den Arbeitern stammen, dann wäre das ein wichtiger Hinweis darauf, wann die Pyramiden gebaut wurden und von wem. Nach dir. Hier wird also Archäologie betrieben. Ja. Hilft es, wenn man stöhnt? Ja. Ja, das macht Spaß. Gut. Zeig mal. Gib mir das mal. Schau mal hier. Hier steht Wau Cheops. Ich will dir was sagen. Die Leute sagen immer, das hätte auch jemand schreiben können, der in den letzten 2 Jahrhunderten hier war. Aber ich als Archäologe, ich rieche hier Geschichte. Ich kann genau sagen, ob das hier Arbeiter geschrieben haben oder nicht. Und noch was. Mit einem Spiegel könntest du sehen, dass solche Inschriften auf allen Steinen in den 5 Kammern hinterlassen wurden. Und wenn ich es mal hiermit versuche? Obwohl ich nicht über die passende Ausrüstung verfüge, um die Rückseite des Steins genau sehen zu können, kann ich mit meinem kleinen Spiegel doch einige Zeichen erkennen. Diese Inschriften kann man vorne und auf der Rückseite der Steine erkennen. Aber ich will dir eine große Inschrift zeigen, in der 5. Kammer, mit dem Namen der Gruppe, die die Pyramiden gebaut hat. Noch mehr Abenteuer. Das könnten die bislang eindeutigsten Beweise gewesen sein, dass die alten Ägypter die Pyramiden gebaut haben. Inschriften auf der Rückseite bedeuten, dass sie eingraviert worden sein müssen, bevor die Steine verbaut wurden. Ein überzeugender Beweis, dass die Pyramide während der Herrschaft von Cheops um 2550 vor Christus entstanden sein muss. Hier in der obersten Erlösungskammer haben wir den höchsten Punkt in der Pyramide erreicht. Werde ich gleich sehen, wie ein Künstler sein Werk signiert hat? Schau, das ist die Hieroglyphe mit dem Namen von König Cheops. Und dieses Wort bedeutet die Gruppe der Anhänger von König Cheops. So lautet der Name der Gruppe, die die Pyramide gebaut hat. Und dieser Name findet sich auch noch an anderen Stellen. Wo? In den vielen Inschriften, nicht nur hier drin, auch draußen. Ägyptologen haben herausgefunden, wie der Bau der Pyramiden organisiert worden ist. Aber meiner Meinung nach ist das hier noch bedeutender. Die Arbeiter, die die Steine hier raufgebracht haben, gehörten zur Gruppe mit dem Namen Anhänger von König Cheops. Und sie haben sich verewigt? Ja. Fantastisch. Verstanden? Ja. Gut, wenn wir uns wiedersehen, erzähle ich dir noch mehr. Ich soll selber wieder rausfinden? Ja. Kein Problem. Gut, tschüss. 5 Ebenen runter mit 3 Seilen? Genau. Kein Problem, ich warte einfach hier. Ich kann mein Glück kaum fassen.
Sai hat mich in der höchsten Kammer der Pyramide allein gelassen, ein Ort, den niemand betreten darf. Während ich mich weiter umsehe, verstehe ich immer mehr, was für eine unglaubliche Leistung hinter den Pyramiden steckt. Diese Fugen wurden so zusammengefügt, dass sie sich über Tausende von Jahren kaum einen Zentimeter verschoben haben. Wir stehen mitten in der Pyramide, hier in dieser kleinen Kammer. Was für ein Privileg, dass ich mich hier umsehen und die Inschriften untersuchen kann, mit denen sich die Arbeiter hier verewigt und den Stolz auf ihr Werk zum Ausdruck gebracht haben. Ich bin beeindruckt von der Qualität ihrer Arbeit. Einige der Verfugungen, die wir gesehen haben, sind einfach perfekt. Wie mit dem Laser geschnitten. Das hier dagegen ist noch weitgehend unbearbeitet. Das war noch nicht abgeschlossen. Man sieht noch die Meißelspuren. Diese roten Linien zeigen, wo der Stein nach dem Willen des Architekten geschnitten werden sollte. Man erhält hier also einen ziemlich genauen Eindruck, wie eine Pyramide entstanden ist. Und dieser Eindruck liefert überzeugende Beweise. Die Namen der Arbeiter, die neben dem von Cheops an den Wänden stehen, sind besonders eindrucksvoll. Ich möchte genau verstehen, was es bedeutete, Millionen von Steinen zu schneiden und zu transportieren, die für den Bau der Pyramiden gebraucht wurden. Und zwar, indem ich in einem Steinbruch selbst Hand anlege. Ich bin weit im Süden von Kairo. Und wenn ich die Anweisungen richtig verstanden habe, dann muss am Ende dieser Straße ein Steinbruch liegen. Ich bin mit Danny Roy verabredet, einem Experten für alte ägyptische Baukunst. Ich hoffe, er kann mir zeigen, wie die Ägypter in der Lage waren, die gewaltigen Steinblöcke abzubauen und zu transportieren. Einen Moment, ich habe hier noch nicht ganz verstanden, wie die Vorfahrt funktioniert. Seit Jahrtausenden haben die Ägypter hier Kalkstein abgebaut. Das Gebiet ist von Steinbrüchen durchzogen, die seit Generationen tief in die Erde getrieben wurden. Während ich über Jahrzehnte alten Abrieb fahre, habe ich den Eindruck, in eine längst vergangene Welt einzutauchen. Und in gewisser Weise tue ich das auch. Die Steinmetzarbeit im heutigen Ägypten unterscheidet sich nur wenig von den Methoden, die schon vor Jahrhunderten im alten Ägypten angewendet wurden. Was hier abgebaut wird, ist der gleiche Kalkstein, der beim Bau der Pyramiden eingesetzt wurde. Hier bin ich also genau richtig, um herauszufinden, ob diese Arbeit menschenmöglich war. In diesem Steinbruch wird also noch nach alten Methoden gearbeitet? Weitestgehend ja. Die Werkzeuge mögen ein bisschen anders sein als zu Zeiten der Pharaos, aber die Techniken sind noch immer dieselben. Wodurch unterscheiden sich denn die Werkzeuge? Die Steine, die diese Arbeiter herausschlagen, sind für Villen oder Brücken bestimmt. Ihre Werkzeuge wurden aus gehärtetem Stahl hergestellt und nicht aus weicherem Kupfer oder Bronze, das den alten Ägyptern zur Verfügung stand. Er spaltet gerade einen Stein. Er bricht ihn auseinander? Genau. Wie lange braucht er dafür? Um so einen Stein zu spalten? Ja. Ein paar Minuten. Wirklich? Das geht ganz schnell. Er zieht jetzt eine Linie über den gesamten Block, damit er an der richtigen Stelle zerspringt. Ich sollte weggehen. Der Stein ist höchstens einen Bruchteil so groß wie die, die zum Bau der Pyramiden verwendet wurden. Und man muss kräftig mit dem Vorschlaghammer zuschlagen, damit er auseinanderbricht. Doch die glatte Schnittfläche erinnert mich an die perfekten Verfugungen, die ich in der Pyramide gesehen habe. Wenn man die Steine so sauber spalten kann, waren die alten Ägypter vielleicht doch in der Lage, die Pyramiden zu bauen. Willst du mal? Es ist schwer, was falsch zu machen. Du musst nur so kräftig wie möglich zuschlagen. Ist es wichtig, wie ich aushole? Nein, solange du genau den Keil triffst. So? Naja, du wirst noch ein paar Schläge brauchen. Der Mann hier macht seit 40 Jahren nichts anderes. Aber mach nur weiter. Mit einem Schlag geht's nicht. Keine Ahnung. Mit aller Kraft? Versuch's unter 10. Alle gucken zu, okay. Jetzt aber. Kräftig. Ja, nochmal. Ja. Nochmal? Nein, das reicht. Das reicht? Das reicht. Danke. Mein erster gespaltener Stein. Krieg ich jetzt Geld? Na gut, danke, Shukran. Eins musst du aber noch wissen, solche Keile und Meißel wurden in pharaonischer Zeit nicht benutzt. Ich habe den Stein also mit den neuesten ägyptischen Technologien bearbeitet. Wenn die modernen Methoden schon so viel Anstrengung kosten, dann muss es mit den Techniken, die die alten Ägypter kannten, doch fast unmöglich gewesen sein.
Etwas weiter zeigt mir Danny einige Arbeiter, die traditionellere Methoden anwenden. Solche Gräben trennen die Blöcke vom Berg. All diese Gräben wurden von Hand gemacht? Ja. Danny beschreibt, wie Trupps mit Meißeln aus Kupfer und Bronze Gräben in den Kalkfelsen geschlagen haben. Danach wurden die Steine herausgehoben und zum Bauplatz gebracht. Eine echte Schinderei. Die grundlegende Technik ist auch heute noch dieselbe. Barfüßige Steinbrecher quälen sich in derselben unbarmherzigen Hitze Ägyptens. Die einzige wirkliche Veränderung besteht im Gebrauch von Stahlwerkzeugen und Keilen. Eine harte Arbeit heute wie vor 3000 Jahren. Dieses Handwerk geht häufig vom Vater auf den Sohn über. Die Väter haben schon ihre kleinen Jungs hierhin mitgenommen? Genau. Diese Tradition existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Die Werkzeuge sind ein bisschen besser. Früher muss es noch schwieriger gewesen sein. Nochmal. Etwas niedriger. Die Steine für die Pyramiden waren zwischen 1 und 20 Tonnen schwer, wobei das durchschnittliche Gewicht bei 2,5 Tonnen lag. Wie war es möglich, solche Steine zu bewegen? Danny hat einen Schlitten mitgebracht, wie ihn auch die Ägypter benutzt haben. Wir versuchen es gemeinsam. Okay, und was jetzt? Jetzt ziehen wir den Schlitten hier rüber. Die alten Ägypter hätten für den Schlitten eine besondere Rampe gebaut, die mit Ton oder Steinstaub überzogen war. Sie wurde mit Wasser benetzt und der Schlitten wurde über den feuchten Ton gezogen. In diesem modernen Steinbruch steht uns kein Tonweg zur Verfügung. Doch der feuchte Steinstaub sollte ausreichen, damit wir uns ein Bild davon machen können, wie schwierig diese Arbeit war. Welche Steigung haben wir hier? Es soll eigentlich ganz eben sein. Na gut, sollen wir es mal probieren? Na los! Ich fühle mich stark. Gibt es eine Technik? Nein. Einfach ziehen. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute. Okay. Der ist zu schwer. Ja. Mehr Leute. Ich war wohl doch nicht stark genug. Danny schätzt das Gewicht dieses Steins auf 2 Tonnen. Ich muss mich also nicht schämen. Mit ein paar mehr Leuten können wir den Schlitten ohne größere Probleme ziehen. Jetzt ist es trocken. Wir haben kein Wasser mehr. Aber wir haben ungefähr 10 Meter geschafft, oder? Es geht also. Es hängt nur davon ab, wie viele Leute und wie viel Wasser man hat und wie weit man ihn ziehen muss. Außerdem ist die Oberfläche auch nicht ganz eben. Müssen wir ihn wieder zurückziehen? Nein, wir rollen ihn zurück. Ach, prima. Die Arbeit im Steinbruch ist hart und quälend, aber unmöglich ist sie nicht. Wenn genügend motivierte Menschen vorhanden waren, dann konnten die Arbeiter im alten Ägypten innerhalb der von Archäologen geschätzten 30-jährigen Bauzeit die Steine abbauen, die nötig waren, um die große Pyramide zu bauen. Ich habe Zeichen gesehen, die Archäologen für Inschriften halten, die die Erbauer der Pyramiden hinterlassen haben. Dann habe ich mich selbst an dieser Aufgabe versucht. Alles deutet darauf hin, dass die Ägypter die Pyramiden gebaut haben. Doch die Frage ist noch nicht geklärt. John von Orken behauptet, dass die alten Ägypter die schon existierenden Pyramiden lediglich restauriert haben. Ist es denkbar, dass die archäologischen Erkenntnisse zutreffen, dass sie aber mit der Datierung um 6000 Jahre daneben liegen? Ich habe Beweise gesehen, die nach Meinung von Archäologen zeigen, dass die Ägypter die Erbauer der Pyramiden waren. Und nachdem ich mich als Steinbrecher versucht habe, glaube ich, dass es möglich war. John von Orken allerdings ist anderer Meinung. Er ist überzeugt, dass nur die überlegenen Kenntnisse und Fertigkeiten der Bewohner von Atlantis solche unglaublichen Bauwerke ermöglicht haben. Der Streit beschränkt sich nicht auf Gizeh. Einige Kilometer weiter südlich steht ein weiteres geheimnisvolles Monument, die Stufenpyramide von Saqqara. Archäologen halten sie für die erste Pyramide, die je gebaut wurde. Ein gewaltiger Irrtum, meint John. Wir sind überzeugt, dass die 3 Pyramiden von Gizeh die ältesten sind. Die Archäologen meinen dagegen, es wäre die drüben in Saqqara und wäre ein Beispiel dafür, wie die Technik langsam erlernt wurde. Wir glauben dagegen vielmehr, dass sie zeigt, wie man das Wissen langsam verlernt hat. Ich muss nach Saqqara, um mich selbst zu überzeugen.
Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich den Touristenbus oder ich reite mit meinem Freund Murat. Eine leichte Entscheidung. Archäologen datieren die Pyramide von Saqqara auf 2630 vor Christus. Damit wäre sie 50 bis 100 Jahre älter als die Cheops-Pyramide. Die Technik des Pyramidenbaus entwickelte sich in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum. In gewisser Weise war es eine Familienangelegenheit. Die Stufenpyramide wurde als Grabmal für Cheops Großvater, König Djoser, gebaut. Josh, das ist die Pyramide von Saqqara. Danke für die Begleitung. Gern geschehen. Dr. Salima Ikram wird mich durch die Stufenpyramide führen. Sie ist eine Expertin für die Entwicklung der Baukunst im alten Ägypten. Sie will mir erklären, wie der Pyramidenbau in Saqqara angefangen und sich in Gizeh weiterentwickelt hat. Das ist also die erste Pyramide der Welt? Ja, die erste weltweit. Und sie war das größte Steinbauwerk, als sie gebaut wurde. Es handelt sich um ein Königsgrab. Aber ihre eigentliche Bedeutung liegt in der Architektur. Denn nie zuvor ist etwas Vergleichbares gebaut worden. Tatsächlich handelt es sich um den ersten bedeutenden Steinbau überhaupt. Wie sahen Königsgräber denn vorher aus? Von der Form her waren sie ähnlich, aber sie waren nicht aus Steinen errichtet worden. Sie bestanden aus Lehm, Ziegeln, Sand und Geröll, die zu einer Art Hügel aufgeschichtet wurden. Salima erklärt mir, dass diese neue Pyramidenform von dem königlichen Architekten Imhotep entwickelt wurde, als er die Mastabas genannten Hügel zu den großen Gräbern aufschichtete, die bis heute hier stehen. Die von ihm eingeleiteten Neuerungen waren so weitreichend, dass er später und noch lange nach seinem Tod als Gottheit verehrt wurde. Pass auf deinen Kopf und die Füße auf. Es ist sehr uneben hier. Es ist wunderschön. In der Pyramide zeigt mir Salima Dinge, die hier ihren Ursprung hatten und später in Gizeh perfektioniert wurden. Und jetzt kommt das Beste. Ist das groß? Beeindruckend. Ist das ein Durchgang? Ja, das Loch da drüben ist ein Durchgang, einer der Eingänge in die eigentliche Grabkammer. Man kann heute nicht mehr genau erkennen, wo er beerdigt wurde, wegen dieses großen Granitblocks, der die Grabkammer verschließt. Nachdem der König beerdigt worden war, wurde die Grabkammer versiegelt. Niemand ist je wieder drin gewesen. Du warst doch in Gizeh, oder? Erinnerst du dich an die großen Falltüren aus Granit? Aber hier ist es ein gewaltiger Block, der die Menschen daran hindert, in die Grabkammer einzudringen. Der Prototyp? Genau, und in Gizeh kann man dann sehen, wie sich die Grabkammern weiterentwickelt haben. Interessant. Salima erklärt mir, dass aus dem großen Granitblock unter uns, der die Grabkammer des Königs Djoser verschließt, die drei Granitfalltüren hervorgegangen sind, die Sahi und ich in der Cheops-Pyramide in Gizeh gesehen haben. Ein weiterer Hinweis, wie sich Gizeh und seine Pyramiden in den Verlauf der ägyptischen Geschichte fügen. Kann ich darunter mir das genauer ansehen? Nein, leider nicht. Aufgrund von Erdbeben ist es zu instabil. Aber wir können zur südlichen Grabkammer gehen. Da kann ich dir die Verzierungen zeigen, die wirklich überwältigend sind. Klingt gut. Auf jeden Fall. Hier lang. Bei der südlichen Grabkammer handelt es sich um einen Zenotaph, eine symbolische Grabkammer für den König. Die Verzierungen sind nach Meinung der Archäologen fast 5000 Jahre alt. Es ist eine große Ehre, dass wir sie sehen dürfen. Ist das nicht das Schönste, das du je gesehen hast? Toll. Siehst du diese Wände? Überall sind diese blauen Kacheln. Es soll wie ausgerollte Matten aussehen. Das hier ist das Seil und das die Bastmatten. Salima zeigt mir, dass die Stufenpyramide nicht einfach nur ein erster Versuch war. Es handelt sich auch um eine Weiterentwicklung früherer Bauweisen. Die Kacheln sehen wie stilisierte Bastmatten aus. Die Stufenpyramide ist damit eine steingewordene Version traditioneller ägyptischer Bauformen. Sie steht also nicht am Anfang, sondern mitten in einem Entwicklungsprozess. Deswegen vermutest du, dass sie vor Gizeh entstanden ist? Ganz genau. Was Sahi mir in Gizeh erklärt hat, war überzeugend. Hier in Saqqara zeigt mir Salima, wie sich die Pyramide von Saqqara in die kulturelle Entwicklung Ägyptens einfügt. Die Erkenntnisse der Archäologen ergeben ein überzeugendes Bild, dass die Pyramiden ägyptischen Ursprungs sind. Was wird damit aus John von Orken,
Viel lässt sich nicht mehr zugunsten seiner Theorie sagen, aber ein Argument bleibt ihm doch. Die Archäologen Sachi Hawass und Salima Ikram haben die Theorie, die Pyramiden seien von Menschen aus Atlantis gebaut worden, ziemlich zerpflückt. Doch John von Orkin kann das nicht erschüttern. Er ist nach wie vor überzeugt, dass die alten Ägypter die Bauwerke, die Jahrtausende älter waren als sie selbst, lediglich restauriert haben. Und was ist mit diesen Bergern Beweisen der Cheops-Pyramide? Er glaubt, mir noch etwas Älteres zeigen zu können. Die Archäologen verlangen Beweise, nicht einfach nur Theorien und akkadische Mythen. Solche Beweise gibt es. Und die scheinen nicht mit den Datierungen der Archäologen übereinzustimmen. John behauptet, dass die Sphinx das älteste Monument in Gizeh ist und dass es dafür auch handfeste Beweise gibt. Mehr noch, er glaubt, die rätselhafte Skulptur habe einst eine Bibliothek bewacht, in der die Weisheiten der Architekten aus Atlantis aufbewahrt wurden. John zeigt mir Erosionsspuren an der Mauer, die die Sphinx umgibt. Siehst du dieses Wellenmuster auf diesen Steinen? So etwas wird durch tropischen Regen hervorgerufen, der an den Steinen heruntertropft. Damit so etwas hier möglich ist, müssen diese Wände viel älter sein. Weil es hier nicht genug Wasser gab? Geologische Untersuchungen hätten gezeigt, so erklärt John, dass solche Muster nur durch sehr starke Regenfälle hervorgerufen werden können. Und die hat es in Gizeh seit rund 9000 Jahren nicht mehr gegeben. Diese Spuren zeigen also, dass hier Wasser in dieser Art Ausbuchtungen heruntergelaufen ist? Ganz genau. Wenn das stimmt, hat auch John einen überzeugenden Beweis für seine Theorie. Ist die Sphinx tatsächlich das älteste Bauwerk in Gizeh? Nun, das mag stimmen, die Mauern können ja älter sein, aber die Sphinx? Schau da oben, da gibt es auch Erosionen durch Regenwasser. Die stammen aus derselben Zeit? Ja. Die Erosionsspuren sind konsistent? Unserer Meinung nach, ja. Ägyptologen sind überzeugt, dass die Sphinx die Gräber der Pharaonen bewacht hat. Wenn sie aber die Einwanderer aus Atlantis schon viel früher geschaffen haben, was war dann ihre Aufgabe? Sie blickt zum Horizont und bewacht ein Geheimnis. Da stellt sich doch die Frage, welches Geheimnis? John meint, dass man die Antwort in den Hieroglyphen der Traumstele finden kann, die zwischen den Pranken der Sphinx steht. Sieh dir mal das Bild an, das dort oben eingraviert wurde. Sieht wie ein Haus aus. Ja, eine unterirdische Kammer unter der Sphinx. John glaubt, dass diese Stele wichtige Hinweise auf die Hinterlassenschaft der Einwohner von Atlantis enthält. Er ist überzeugt, dass eine Gruppe von Flüchtlingen die Schriften der untergehenden Zivilisation von Atlantis retten konnte. Sie brachten sie nach Gizeh und versteckten sie in einem unterirdischen Archiv. Die Inschriften auf der Stele müssen als eine Art in Stein gehauene Schatzkarte verstanden werden. Liegt denn tatsächlich etwas unter der Sphinx? Ja. Warum gibt es zwei? Die Sphinx auf der linken Seite ist die aus alter Zeit, als die Akten vergraben und versteckt wurden. Das ist die Sphinx von gestern. Und wenn du zu dieser Seite schaust, dann kannst du die Sphinx von morgen sehen, wenn sie dir Geheimnis preisgibt. Ist das wirklich eine Schatzkarte, die zwischen den Pranken der Sphinx steht? Handelt es sich nicht um einen Wächter der königlichen Gräber, sondern des verlorenen Wissens einer uralten Zivilisation? Ich will wissen, was Sahi zu diesen Ideen zu sagen hat. Das wird dir gefallen. Du willst doch echte Beweise sehen. Ich könnte jetzt sagen, hier gibt es eine Kammer, man kann sie aber nicht sehen, wir werden es also nie wissen. Aber es gibt etwas Handfestes. Die Erosionsspuren an diesen Steinen. Die Geologen behaupten, dass sie auf Regenwasser zurückgehen, was mindestens vor 9.000-10.000 Jahren passiert sein muss. Das hat aber nur ein Geologe behauptet. Nur einer. Aber das könnte der Galileo sein, der alle zu überzeugen versucht. Ja, aber ich bin überzeugt, er liegt falsch. Du glaubst das. Aber er könnte recht haben. Nein. Sahi erklärt mir, dass es eine einfachere Erklärung für die Erosionsspuren gibt. Die Sphinx wurde aus einem einzigen Kalksteinkern geschlagen. Bei den Spuren handelt es sich um natürliche Risse, die über die Jahrhunderte durch Sanderosion ausgeschliffen wurden. Aber was ist mit der Traumstele und mit dem Bild der Sphinx, die über einem unterirdischen Raum steht?
Was haben Archäologen denn zu dieser Inschrift zu sagen? Die Inschrift ist ganz eindeutig. Sie zeigt Thutmosis IV., der vor der Sphinx auf einem Sockel steht. Davon erzählen die Hieroglyphen. Ich kann nicht erkennen, was das mit Atlantis zu tun haben soll. Das soll also keine Kammer darstellen? Nein. Jeder ägyptische Gott steht auf einem Sockel. Das ist einfach nur ein Sockel. Dazu gehört eine Art Sitzgelegenheit, so etwas wie das hier. Sahis Verständnis der Stele unterscheidet sich erheblich von Johns Version. Er erklärt mir, dass sie von dem ägyptischen Pharao Thutmosis IV. Berichtet, der an die Macht kam, nachdem die Sphinx im Traum zu ihm gesprochen hatte. In Erinnerung an diesen Traum und seine anschließende Thronbesteigung ließ er die Stele errichten. Was wir entdeckt haben, sind Arbeiter, Inschriften, Gräber, Tempel. Für Sahi wurden die Pyramiden und die Sphinx ohne jeden Zweifel von Ägyptern gebaut. Und seine archäologischen Beweise stechen Johns Theorie fraglos aus. Es gibt nicht den geringsten Hinweis auf Atlantis. Das ist ein Mythos. Die Archäologie beweist das. Um seine Theorie noch einmal zu unterstreichen, will mir Sahi noch etwas zeigen. Tatsächlich wurde eine unterirdische Kammer freigelegt, unterhalb des Fußwegs, der die Sphinx mit der Pyramide verbindet. Aber es ist keine verlorene Bibliothek. Er zeigt mir eine überflutete Grabkammer einer ägyptischen Gottheit. Pass auf, es geht drei Ebenen runter. Das hier ist die erste. Pass auf. Gut. Ganz schön weit runter. Rutschig. Wie sind Sie ohne Leitern rauf und runter gekommen? Die Leiter ist ein bisschen wackelig. Du kannst jetzt runterkommen. Tief unter der Erde liegt das Grab von Osiris, dem ägyptischen Gott der Unterwelt. Schau dir das mal an. Ich kann nur die Oberseite eines großen Sargs erkennen. Wir stehen auf einem Sarkophag. Das ist der Deckel des Sarkophags. Vor einiger Zeit habe ich hier eine Hieroglyphe entdeckt, das Wort Pir, Haus. Wo denn? Das kann man nicht mehr sehen, die Stelle liegt jetzt unter Wasser. Sai erklärt mir, dass die Ebene von Gizeh früher Ort oder Haus von Osiris genannt wurde. Als Gott der Unterwelt war Osiris der Wächter der Königsgräber, was durch sein eigenes Grab an diesem Ort unterstrichen wird. John von Orken hat zwar insofern recht, als es hier unterirdische Kammern gibt. Alles, was hier entdeckt wurde, die Mythologie der Unterwelt und die Monumentalbauten an der Oberfläche, haben jedoch nichts mit Atlantis zu tun, sondern sind Ausdruck der ägyptischen Sagenwelt. Er ist Teil des Mythos. Er ist der Herr der Unterwelt hier in Gizeh. Er beschützt alle Gräber. Und wir stehen auf seinem Grab. Genau. Da sollten wir lieber runtergehen. Okay. Ich bin bis in die Spitze der Cheops-Pyramide vorgedrungen und so tief wie möglich unter die Ebene von Gizeh. Ganz oben wie ganz unten habe ich die Herrlichkeit einer alten Zivilisation entdeckt, der ägyptischen. Manche glauben, die großen Bauwerke in Gizeh, die gewaltigen Pyramiden und die rätselhafte Sphinx können nur das Werk einer übermenschlichen Rasse sein. Doch Sahi Hawass ist überzeugt, dass sie Menschen wie du und ich gebaut haben. Und das ist nicht weniger fantastisch. Heute, morgen und für die kommenden 5000 Jahre ist diese ungeheure Leistung die erstaunlichste aller Wahrheiten.